So, ja, den folgenden Text habe ich geschrieben, da war ich gerade frisch in einer Beziehung. Den habe ich dann meiner damaligen Freundin vorgelesen. Geht um Ehe, der Text. Kurz danach hat sie Schluss gemacht. Ich habe den Text dann noch ein bisschen verändert, merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Geht um Beziehung und ist für alle, die schon mal verlassen worden sind. Der Weg der Beziehung. Es gibt familiäre, freundschaftliche, emotionale, partnerschaftlich gute oder auch fatale, homo, hetero und ziemlich sexuelle, harmonisch, disharmonisch, langsame und schnelle. Von Liebschaften, Liaisons, Techtelmechtel und Affären hin zu Partnerschaften und vor Gott bezeugten Sphären der Ehe, welche viele Motive haben kann, doch fangen wir von vorne einmal an. Das Wort Ehe stammt vom mittelhochdeutschen Ewe, was Gesetz bedeutet, sodass sie eigentlich eine rechtliche Bindung einläutet. Sie ist seit 800 Jahren ein Instrument der Kirche. Die sagt, keinen Sex vor dem Schwur, Gottes Strafe man fürchte. Doch die Ehe hat sich gewandelt, sodass man nun ganz anders anbandelt, war früher Liebe seltener Luxus, ja, pure Alchemie. Ist Glück heute greifbar und wichtig wie nie. Heirat heißt zwar Steuervorteile und durch Bürokratie durchwühlen, aber auch es versuchen mit echten Gefühlen. Was geschieht eigentlich, wenn ein Mann heiratet? Ein paar Beispiele. Typ 1. Ein Ring, sie zu knechten. Sie ewig zu binden, um's im Dunkeln zu treiben. Und dann zu empfinden, hätte ich bloß mehr Frauen gestriegelt, jetzt ist nicht mehr die Zukunft besiegelt. Das war's nun, immer das gleiche Loch. Herr Jemine, ach, hätte ich doch. Denn meines Leibes Stoß, in des Weibes Schoß, meine eigene Kopulation brachte steigende Population. So bekam ich lasche Blagen, die auf meiner Tasche lagen. Da muss ich sagen, Herr Jemine, ach, hätte ich doch. Typ 2. Mein Schatz. Typ 3. Das ist auch schon alles, was ein Typ 2 vorgeht. Typ 3. Er sieht zu ihr, seiner Meisterin der Liebe, und weiß, es ist echte Liebe. Liebe, die dem Dopamin befiehlt, Emotionen umzupflügen. Er ist sich sicher, er wird sie niemals betrügen. Dafür liebt er sie zu sehr. Noch. Dann vergeht Zeit und vielleicht auch mehr. Ja, schon der Herr der Ringe hat uns gelehrt, dass ein Ring sie zu knechten dich am Ende verzehrt. Die Zauberei vergeht, bis der Ring dann doch noch unsichtbar macht. Das Leid besteht, bis am Ende keiner mehr lacht. Und was ist eigentlich mit den Frauen? Frau 1. Ein Ring, ihn zu knechten, ihn ewig zu binden, sich an ihm zu reiben, möge Hoffnung nie schwinden, seine Mühen sich steigern, sein Verlangen sich mehren, sie wird dennoch verweigern, was stillt sein Verzehren. Frau 2. Ja, eigentlich gibt es nur den einen Typ Frau. Also, ich kenne keinen anderen. Da klatschen die Männer und die Frauen. Entschuldigung, nicht ernst gemeint. Ihr könnt mich vom Gegenteil überzeugen, egal. Jetzt wieder ein bisschen ernster. Es gibt ja auch noch andere Beziehungsarten. Denn die Ehe, wie sie mal war, ist überholt. Wir auf- und rückwärts umgepolst. Jetzt wollen viele im Flausch der Emotionen leben. Doch wird der Rausch uns nur Bastionen geben. Viele sind Gefangene vom Verliebtsein. Süchtige vom Kick, doch hat man den anderen noch nicht geliebt. Nein, man hat nur im Blick auf Wolke 7 zu schweben, sich den wilden Hormonen hingeben. Dann zieht die rosa Wolke weiter. Das Wetter wird trüb statt heiter, erste Probleme erscheinen. Was macht man? Statt zu kämpfen, die Beziehung verneinen. Viele nehmen die Ausfahrt, da man sich dadurch den Lauf wahrt. Man kann ja weitersuchen, sich neuen Erfolg verbuchen, denn die Technik suggeriert, Liebe sei mit einem Wisch erledigt. Das Herz nach Hormonen giert, das Smartphone die Süchte bunt predigt. Doch wollen Plattformen wie Tinder und Friendscout unsere Gefühle missbrauchen, uns den Gedanken einhauchen, es könne jederzeit jemand noch Besseres auftauchen. Es gibt rosarote Brillen im Sonderangebot, und wohin hat das geführt? Statistiken sagen über Leute in Beziehungen, jeder Dritte
sei aktiv auf der Suche nach einem besseren Partner. Jeder Dritte sei eifersüchtig. Jeder Dritte sei schon mal fremdgegangen. Jeder Dritte ließe sich scheiden. Da frage ich mich, haben sich die Statistiker abgesprochen oder ist jeder Dritte einfach nur dämlich? Ist der Karneval zum Fasching mutiert? Dummheit zum Drittel vorprogrammiert? Ich bin keine Kosmopolitan und ich heiße auch nicht Brigitte, daher gebe ich euch keine Patentlösung für die Liebe. Mir geht's ja genauso. Nennt mich Romantiker oder Idiot, auch ich bin Gefühlspatriot. Auch mein Land ist mit Serotoninminen bespickt, wo man mich im Zug auf Kollisionsschienen durchschickt. Und das ist gut so, denn wenn wir keine Gefühle mehr hätten, wären wir bloß logikgelenkte Marionetten. Aber eines, das ist mir wichtig. Egal ob Liebschaften, Liaisons, Techtelmechtel oder Affären, Partnerschaften oder die Ehe in vor Gott bezeugten Sphären, eines gilt für jeden. Das Verliebtsein ist die stärkste Droge der Menschheit. Aber es gibt noch anderes im Leben. Und wenn du jemanden gefunden hast, der oder die zu dir passt, hör auf, nach was Besserem zu suchen und kapier, was für ein Glück du schon hast. Und vielleicht, ganz vielleicht, gibt es dann auch für dich den eigenen, einen Ring der Macht. Vielen Dank. Bleib hier!